Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saints Row 4, direkt im Actiongeballer mit den Aliens. Ich habe mir überlegt, wir brauchen noch ein paar. Und das nächste Viech taucht auf. Ich brauche irgendwas. Und ja, wir holen uns wieder. Boah, Junge. Das ist mal gut. Mein Gott! Ich glaube, wir scheißen da drauf und hauen lieber ab. Und ein bisschen Amok laufen und genau, wir wollten ja zum Waffengeschäft gehen und neue Munition besorgen. Wo ist denn das? Ist es hier unten? Ach du Scheiße. Da fahren wir einfach mal mit dem Auto hin und fahren los. Gib Stoff. Peacemaker. Ist egal, die Reifen sind zwar platt, aber es ist unsteuerbar, das Auto. Also man kann damit noch fahren. Fahr doch rüber jetzt. Ja. Oh, shit. Es geht gleich hoch, das Auto. Was ist denn hier? Sind auch irgendwelche Codequellen. Mit Vollspeed durch die Stadt. Stell doch mal vor. Es gibt wirklich so einen Menschen, der das kann. Also der einfach so schnell laufen kann. Die Schnauze. Ich will mal Motorrad fahren, unbedingt.
Kann man auch so ein Wheelie machen. Warte mal, wie ging das denn nochmal? Warte, warte, ich hab's gleich. Man könnte auch in GTA San Andreas so richtig coole Sachen machen, bis der Reifen platzt. Genau so war das nämlich. Einfach im Kreis drehen. Gleichzeitig Gas und Bremsen und dann eine Richtungstaste drücken. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch mit dem Auto klappt. Alter, was ist denn los hier jetzt? Jetzt komm mal raus, du Pisser, ey. Du fährst nicht die ganze Zeit um, was soll denn das? Komm raus jetzt. Ja, Mann, es geht. Geht sogar mit dem Auto. Burnout. Kriegen wir dafür einen Erfolg? Wow, shit. So, nochmal. Nochmal einen schönen Burnout. Okay, ich glaube, das bringt nichts mehr. Schnauze da drin. Ich direkt mein neues Auto. So, was haben wir denn jetzt für Waffen? Ach, wir haben verschiedene Alien-Pistole haben wir auch. Aha. Ach, wir haben verschiedene Pistolen. Schnellfeuer-MP haben wir auch. SWAT-MP. Schrotflinte. Wumms-Kanone. Ah, dann haben wir noch verschiedene Feuerstoßgewehr. Schokolov-Sturmgewehr. Das Sturmgewehr des kleineren Mannes. Ach, des kleinen Mannes. Die Vollautomatik wird gegen gezielte Feuerstöße ausgetauscht. Ach, schade. Hier haben wir nur so einen Raketenwerfer. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal kurz die Mission abchecken und schauen, was es so Neues gibt. Cool. Genau, übernehmen. Ups, den Laden verlassen wir jetzt. Und der schläft. Kräfte, Kräfte, was haben wir denn da noch gehabt? Telekinese war die neue Kraft. Blitz, Lebensraub. Lebensraub ist wahrscheinlich auch voll cool. Ich wollte hier den Blast machen. Und zwar Upgrades. Aufladen 2. Ach, geht ja nicht. Scheiße. Dann nehmen wir auf jeden Fall die nächste Mission an. Geist in der Maschine. Mind over Murder. Was ein Burnout kaputt gemacht. Ich verschieße dich deinen Reifen platt. Komm her! Ich krieg dich noch. Kannst nicht entkommen. Oh! Wohin fährt er denn? Shit. Da bist du, Pisa.
ans Ufer warpen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Eine Luxuslimousine. Ich kann es nicht Limousine nennen, weil die ist länger. Also es ist so eine Art BMW ist das. Oder Chevrolet. 200 Meter bis zum Ziel. Da hinten war es gerade. Wir sind da. Es kann losgehen. Oh, mal schauen, was das jetzt abgedrehtes wird. Mörder. Ein kleines Minispiel. Geile Sache. Die killende Katze. Ach, jetzt müssen wir das schaffen. Aber was muss er jetzt genau machen? Welcome to Professor Genki's Mind Over Murder. Brought to you in part by everybody's favorite alien overlord, Sinyan. Pass doch mal auf hier, Arsch. The Maven of Maska Mayhem has teamed up with the Conqueror of countless galaxies. An all new Genki experience. As folks at home know, by exploiting weaknesses in Zinyak's meticulously crafted simulation, our contestant has gained the power of telekinesis. But they will have to master the power of the mind to complete the challenges ahead of them today. Wir haben es geschafft, oder? So eager to join forces with Zinyak. This should make for an interesting addition. Ach, das geht durch die ganze Stadt, das Event. Ist doch gut jetzt, Mann. A submachine gun is a fine weapon, but nothing compares to the unlocked potential of the human animal. Super speed, super jump, and moving things around with the power of your mind. I'm expecting high action and lots of flailing. Ihr kriegt mich nicht. I'm just happy not to be stuck in a vat full of foul smelling nutrient milk. Reliving my worst fears for all of eternity. Dein Name an Menschen. Can you imagine Genki and Zinyak flying across the galaxy? Jetzt noch ein Auto. Conquering worlds and abducting the biggest badasses each planet has to offer. Komm her, wir brauchen dich. Against each other in a superpowered fight to the death. Bobby, are you feeling all right? Or they could team up against an army of mascots, flaming mascots, armed rocket launchers and RPGs. Danke. That's a fine dream, Bobby, but as you know, the world's biggest badass was ja, Mann. Excellent job by our contestant. Haben's geschafft, Silber. Professor Genkis Mind Over Murder geschafft. Dreieinhalbtausend Bargeld. 5% Bonus. Level 7. Also, sind wir noch? Professor Genki's Mom. Das ist mal cool, dass die Hauptmission mal ein bisschen null cool. Direkt die nächste hinterher. Oh, das ist irgendwie ein bisschen verbuggt manchmal. Boah, was ist da los? Die hört sich an wie Britney Spears so ein bisschen. Kann das vielleicht sein?
Es ist eine Verarsche von der ist. Diese kennen sie. Und natürlich, da gibt's... Alter, was ist das für ein Auto? Nein, ich will's nicht kämpfen. Scheiß drauf, wir gehen einfach weiter. Ein Krankenwagen, aha. Den können wir vielleicht später gebrauchen, wenn wir richtig im Arsch sind. Also tot. Knapp verfehlt. Shit. Den Rest laufen wir halt. So, ein bisschen anstupsen, die Karre. Da ist ein Auto, das will ich mir holen. Den wollte ich gar nicht töten. So. Da hinten ist es schon. Der hat keine Hose. Ach, sie hat keine Hose mehr an. Oder hatte sie die ganze Zeit keine an? Ich glaube, das ist die gleiche Mission wie letztens oder so. Kann das vielleicht sein? Ich hoffe mal nicht. Ah, wir sind durch die Simulation wieder ins Raumschiff gegangen. Ah. Was zum Geier ist los? Now there's a bunch of nonsense on the screen. It's a command prompt. Just give me a second. No clip. Here we go again. Damn it, the camera's screwed up. We'll just have to deal with it. Nothing I can't handle, sugar. You gonna give me a hand or what? I'm trying, but I'm not used to the code they're using. Was zum Geier ist das? Oh shit. Die Mission ist ziemlich lustig. Now we're talking. There should be three data towers controlling the security to Matt's prison. Nothing fancy. Just blow them up, right? Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. I must say, I am amused at this attempt to save a man who tried to kill you once. Little attempted murder between friends. All the same, what is it you hope to accomplish? Mr. Miller is beyond your help. Sweetie, you should know by now. No one ever tells me what I can or can't do. Very well. Your futile attempts do entertain me, after all.
Das ist alles virtuell. Logik, Gatter. Was zum Geier ist los hier? Haben wir das immer zugemacht? Oh Gott. Hä? Ach, das ist ein Labyrinth oder was? Ja, sicher. Sag mir das doch einer gleich, dass man die Scheiße kaputt machen kann. Verschwindet jetzt mal hier. What the fuck? Scheiße, wie viel kommen denn da noch? Hä, Motorrad? Ah, ich verstehe. Es geht hinaus auf das Spiel, also nicht Spiel, sondern auf den Film. Wie hieß denn der nochmal? Dieses, wo du in das, in andere Welt gehst. Es ist so eine Verarsche. So, darunter geht's schon. Ihr kennt aber den Film, den ich meine. Wie heißt denn dieser Film nochmal? Verdammt. Mir fällt da nicht ein, der Name. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall handelt es sich auch um so ein Motorrad. Um viele. Und dann musst du halt... Also in der Spielhalle findet der so einen Automaten. Und dann in diesen Automaten... kann er in eine andere Welt gehen. Und zwar in diese Welt... diese virtuelle Welt in den 80ern und das... genau, Tron Legacy hieß der Film. Mir fällt's gerade ein, das ist die Verarsche hiervon, oder wie? Tron Legacy. Der Name sagt schon alles. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Shit.
perspective? Chances are it's not a standard behind bars sort of prison. You'll just have to wing it. Good joke. What's the plan? Oh, and since I can't see what's going on in there... Geh mal auf Seite hier. Wait, no serious? Und jetzt nach oben. Voll Gas. What is this? Was? Oh mein Gott. Before you, I place a choice. Walk through the blue door and continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time and will, through your violent arrogance, wind up extinct. Walk through the red door, however, and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty. And even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity, or its absolute destroyer. Where am I? This is your life as it led you to this point. All your past violence, crimes and losses on display to remind you of one simple fact. Regardless of what I have done to your world, you were its greatest threat. The evidence is irrefutable. How many have died because you decided that driving on the sidewalk is faster than the road? Because you used a rocket in place of a bullet? Because you wouldn't submit to my rule? In the end, you only hurt those you are trying to protect. In the end, there is only one truth. The human race would be much safer without you in it. Ich bin jetzt gerade voll überfordert. Also, nochmal zum Aufstocken. Die Welt ist kaputt. Wir leben in einer Simulation, können uns entscheiden, durch die blaue Tür zu gehen. Wir retten dadurch nicht die Menschheit oder uns selbst zu eliminieren. Und hier sehen wir die ganzen Bilder von alten Spielen, Saints Row, Saints Row 2, Saints Row 3 und Saints Row 4 und die ganzen Eindrücke. Ich weiß auch nicht, was das jetzt für eine Falle ist. Ob ich jetzt durch die rote oder blaue Tür gehe, ja, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin und viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.